Guten Tag. Hier ist der Volker Schäffler. Ja, wie läuft er denn im Sommer rum? Mit Pullover und mit Mütze. Ja, Leute, an der Ostsee ist immer Wind. Hier ist immer Wind. Gestern kam in den Wetternachrichten, das Wasser sei wärmer als die Luft. Und wir haben hier gerade mal 18, 19 Grad Wassertemperatur. Und gestern habe ich einen Film gemacht. Da konnte ich gar keine Mütze aufsetzen, die wäre weggeflogen. Und heute ist so mittelmäßig. Morgen kommt wieder Regen. Naja, okay, ich bin ja nicht da, um euch einen Wetterbericht zu erzählen. Warum habe ich denn immer diese schöne Mütze auf? Ach, die gefällt mir so gut. Ich will ja nicht die Mütze von Che Guevara aufsetzen, die habe ich auch. Oder von Fidel Castro, die Mütze vielleicht. Ist doch wieder in Kommunismus. Wir wissen doch, wie das läuft. Wie heißt die Frau von Honecker, die jetzt verstorben ist? Margot Honecker in Chile. Die sagte, der Kommunismus wird siegen. In einem Fernsehinterview, gar nicht lange her, kurz vor ihrem Tod hat sie das gesagt. Der Kommunismus wird siegen. Die Saat wird aufgehen. Das Samenkorn ist gesetzt. Ich kenne das Samenkorn. Es sind aber mehrere Samenkörner. Aber das wollte ich euch auch nicht erzählen. Eigentlich wollte ich euch gar nichts erzählen heute. Ich will nur den Tag mal ein bisschen genießen. Ich bin mit meinem Hachiko hier an den See gefahren mit dem Fahrrad. Und wir haben hier ja 7 Seen. Alle in Reihe gesetzt. Und die sind alle miteinander verbunden. Und diese Natur hier, das ist so wunderschön. Das ist einfach eine Erholung für die Seele. Hier hört man die Vögelchen zwitschern und den Wind rauschen. Und hier hinter mir ist der See. Wo ist denn jetzt mein Hachiko hin? Hachiko, hey. Wo ist der hin? Ach, da hinten. Da hinten ist nämlich ein Grill aufgebaut. Da sind manchmal noch ein paar Knochenreste. Ja, ist gut, ich hab dich schon gesucht, mein Schatz. Der ist aber auch warm, ne? Ja, er hat ja ein schönes Fell, mein Kleiner. Aber schwarz, das zieht natürlich auch die Sonne an. Ja, was wollte ich euch sagen, Freunde? Mit der Seele, das ist so eine Sache. Denn man muss auf sie sehr achten. Indianer sagten ja, wenn sie auf Reisen waren, also geritten waren, sind sie abgestiegen, haben sich hingesetzt und haben gesagt, so, wir warten hier, damit unsere Seele nachkommt. Da ist wirklich was Wahres dran, denn wir sind ja seelisch, körperlich, geistig eine Einheit. Und die Seele, so wie ich sie sehe, wie ich sie verstehe, ist ein Akku. Wir sind eigentlich die Herrlichkeit des Universums. Wir sind ein Teil Gottes, ein Teil der Natur. Ein Teil des unendlichen Wissens. Ein Teil der einzigen Quelle. Aber wir arbeiten eigenständig, wie ein iPhone, wie ein Tablet. Komm mal her. Damit wir so arbeiten können, müssen wir unseren Akku aufladen. Und das am besten jeden Tag. Wenn wir schlafen, geht die Seele ins Universum, wird aufgeladen und kommt dann wieder zurück. Das wurde schon nachgemessen anhand der Gewichtsverluste, die entstehen. Wenn man einschläft, geht Gewicht weg. Wenn man aufwacht, ist Gewicht wieder da. Bei einigen war das sogar 1,5 Kilogramm. Ganz enorm. Gibt es auch Filme darüber. Und wer das nachgemessen hat und so weiter. Ich hatte mich damit beschäftigt, als meine Frau ist vor 1,5 Jahren verstorben war an Krebs. Ich hatte sie dann immer betreut und auch immer besucht. Und da macht man sich dann Gedanken über die Seele, was wird sein. Ich hatte ihr dann, sie war ja im Hospiz zum Schluss. Und zwar
Ich hatte sie zu Hause zur Pflege und als es ihr dann so schlecht ging, dass sie kaum noch Luft bekam, musste sie ins Krankenhaus. Vom Krankenhaus haben sie die Frau dann ins Hospiz gebracht. Und dann war sie noch ein paar Tage und ging dann dort sehr schwer leidend, ging es dann zu Ende. Aber ich habe ihr dann einen Film gemacht, den habe ich auch in YouTube und in Facebook schon gezeigt. Renate wäre 68 geworden, heißt ein Film. Und da ist wunderbare Musik drauf. Und die habe ich ihr dann, habe ich dann mitgenommen, wollte ihr den Film zeigen. Sie konnte ihn nicht mehr sehen, aber sie konnte die Musik hören. Und sie hat dann die Musik angehört und war ganz ruhig geworden. Und ich habe ihr dann gesagt, du musst loslassen, ich kümmere mich um alles, auch um Hachiko. Und dann bin ich rausgegangen und nach Hause gefahren. Und ich war noch nicht ganz zu Hause. Dreiviertel Stunde später hat man mir die Nachricht gegeben, ihre Frau ist eingeschlafen. Und dann habe ich mich mit der Seele befasst und mit dem, was mit dem Menschen los ist, was ihn ausmacht. Und da habe ich gehört, dass eben, wenn ein Mensch stirbt, dann die Seele aus dem Körper geht mit all dem Wissen, das er gesammelt hat. Und wer weiß, wo die hingeht, ich weiß es nicht, ins Universum, irgendwo hin, weiß es nicht. Und da hat man gemessen, dass das ungefähr so 42 Gramm sind, wenn die Seele den Toten verlässt. Ja, Leute, ich sage, ich will jetzt nicht zu traurig werden. Ich sage immer, das Leben ist eigentlich nur eine Erinnerung. Eine Erinnerung. Nur Erinnerung. Also jetzt mache einen Film, ist morgen schon wieder eine Erinnerung. Und manchmal denkt man, war das denn wirklich wahr? Hat meine Frau denn wirklich bei mir gelebt? Ich lernte sie kennen, da war sie 15, ich 17 in Mannheim, beim Sport, beim Handball. Und dann waren wir immer zusammen und geheiratet, 48 Ehejahre. Und dann musste sie gehen. Aber manchmal denke ich, ob das wahr ist. War sie da? Oder habe ich das nur geträumt? Aber anhand der Fotos und der Bilder sehe ich ja die Filme, dass sie da waren. Und so ist mit dem ganzen Leben. Alles, was wir erleben, unsere schönen Erinnerungen, schöne Reisen, unsere Freunde, alles, was da war, nachher sind sie weg. Ganz viele sind weg. Ich habe über 50 Freunde verloren oder Familienangehörige. Alle weg, alle tot. Deshalb mache ich auch Filme, damit mal etwas bleibt von mir, wenn ich nicht mehr da bin. Damit etwas vorhanden ist. Ich hoffe, dass die Brille jetzt nicht zu sehr geblendet hat hier im Film. Die nehme ich den normalerweise immer ab, weil die Sonne spiegelt da rein. Dann sieht es ein bisschen unschön aus. Aber mein Hachiko ist hier vorne auf der Wiese. Er kullert sich gerade wie so ein kleines Fohlen auf dem Rücken. Dem gefällt es hier. Schau mal hier. Hat er sich gerade gekullert. Ja, dem gefällt es hier. Er hat natürlich ein schönes Leben. Ja, hat ein schönes Leben, mein Hachiko. Hat ein ganz schönes Leben. Kuller dich weiter, Schatzelein. Das ist auch anstrengend. Er will fünfmal am Tag weg. 3 Kilometer, 15 Kilometer. Komm mal her. Kommst in Facebook rein. Komm mal her. Setz dich mal. Kannst du dich setzen? Oh, machst du dich hin. Oh, du bist aber ganz nass. Du wirst das Gras nass. Gut, nicht, dass es sich irgendwo fällt.
So, das war's, liebe Leute. Bis bald, euer Volker Schäffler. Guckt mal in Google nach oder YouTube. Volker Schäffler. Oder Hachiko Schönberg. Er hat 600 Filme drin. Wünsche euch alles Gute.